Hallo zusammen, hier kommen die aktuellen Fallzahlen für Deutschland, Bayern, Würzburg und Kitzingen vom 6. September 2020. Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Positiv getestet 303.258, gesundet 265.600, verstorben 9.546. Aktuell positiv getestet in ganz Deutschland 28.112 Personen, hospitalisiert 444, macht 0,033% der gesamtdeutschen Bevölkerung Corona-positiv getestet. Die aktuellen Fallzahlen für Bayern. Positiv getestet 70.006 Personen, gesundet 62.500, gestorben 2.674, macht somit aktuell positiv getestete Personen in ganz Bayern 4.832, hospitalisiert 59, macht somit eine Quote von 0,036% der gesamten Bevölkerung im Freistaat Bayern positiv getestet. Ich habe hier nochmal heute wieder das aktuelle Dashboard eingefügt vom Robert-Koch-Institut und hier sieht man auch, dass es gar keine Steigerung der Corona-Zahlen gibt. Man sieht hier die orangen, das sind Meldezahlen und die blauen Balken, das sind hier die Krankheitsfälle, also die tatsächlich erkrankten Personen. Und man sieht, dass es hier schon wieder völlig abnimmt und eigentlich kein Grund da ist, von der zweiten Welle oder von dem riesen Anstieg der Zahlen zu sprechen. Wir kommen nun zu aktuellen Fallzahlen für Würzburg, für Stadt und Land. Positiv getestet 1.448, gesundet 1.335 Personen laut dem Gesundheitsamt Würzburg vom 5.10., verstorben 59, macht somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg 90, eine Quote von 0,031% der gesamten Bevölkerung positiv getestet. Hier kommen wir aus aktuellem Anlass auch nochmal zu der 7-Tage-Inzidenz. Für Würzburg liegt sie bei 10,50, für Würzburg-Stadt bei 21,11. Aktuelle Meldung, die Maskenpflicht für Schüler ab der 5. Klasse auch am Platz im Unterricht entfällt ab heute. Es gab ja am Freitag eine Demo der Vereinigung Eltern stehen auf Würzburg vor dem Landratsamt und dort hat der Landrat versprochen, sich das Ganze nochmal anzuschauen und die Zahlen zu beobachten. Die Zahlen waren schon am Wochenende weit unter dem kritischen Wert gelegen. Dennoch wurde die Entscheidung nochmal von gestern auf heute vertagt, aber heute Morgen kam dann Gott sei Dank die Meldung aus dem Landratsamt in Verbindung mit dem Gesundheitsamt, dass die Maskenpflicht eben am Platz ab der 5. Klasse wegfällt. Es gibt in Bayern ja den sogenannten Drei-Stufen-Plan vom Kultusministerium und auch darin ist ganz klar festgelegt, wann etwas wie in der Schule abzulaufen hat. Und hier sieht man ganz klar, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 35 ist, findet der Betrieb unter der Beachtung der besonderen Hygieneauflagen ganz normal statt. Erst ab 35 bis 50 Fälle pro 100.000, dann wird auch am Sitzplatz im Klassenzimmer eine Maskenpflicht gefordert, aber auch immer erst ab der 5. Jahrgangsstufe, ansonsten eben nur auf dem Schulgelände oder auf dem Weg zum Sitzplatz in der Schule. Das sind schon mal ganz gute Neuigkeiten. Ich sage von meiner Stelle aus hier, hey liebe Eltern, das habt ihr gut gemacht. Ihr seid eingestanden für eure Kinder, das hatten wir auch am Sonntag in Würzburg gesehen und ich denke, das hat sich einfach jetzt auch mal ausgezahlt, dass die Behörden nicht bis Ende der Woche mit ihrer Entscheidung warten, sondern die Kinder Gott sei Dank schon heute von der Mund-Nasen-Schutzbedeckung am Sitzplatz im Klassenzimmer befreien. Allgemein gilt noch, ich habe mir nochmal was rausgesucht und zwar vom Kultusministerium, was ich nochmal für wichtig sehe und zwar da steht nochmal ganz klar drin, weil uns immer viele Eltern anschreiben, sagen, ihre Kinder müssen im Sportunterricht Maske tragen. Das Kultusministerium sagt hier ganz klar, dass bei der Ausübung vom Musikunterricht oder vom Sport kein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Und auch ganz insbesondere bei der Nahrungsaufnahme, also in den Pausenzeiten, können alle Personen ihre Mund-Nasen-Schutzbedeckung abnehmen. Also die Mund-Nasen-Schutzbedeckung gilt zwar auf dem Weg ins Klassenzimmer, auf dem Schulgebäude, auf dem Weg zum WC, aber eben nicht im Sportunterricht
und auch nicht in der Pause, also die Kinder sollen frische Luft schnappen und sollen auch essen können, ist hier ganz klar vom Kultusministerium so vorgelegt. Ich denke, sollten das Schüler, sollen sie andere Erfahrungen machen, dann wäre es doch wirklich an der Zeit, auch mal den Lehrerinnen, den Lehrkräften allgemein und dem Personalrektor, Rektorinnen zu sagen, hey, hier steht es ganz klar, in den Pausenzeiten können alle Personen ihre Mund-Nasen-Schutzbedeckung abnehmen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Zum Schluss noch die aktuellen Fallzahlen für Kitzingen. Positiv getestet 303, gesund 285, verstorben 4, aktuell positiv getestet in Stadt und Land Kitzingen vom 5.10.14, hat somit 0,012% der Gesamtbevölkerung im Moment positiv getestet im ganzen Stadt- und Landkreis Kitzingen. Und vielleicht hier nochmal zu der Liste zurückzukommen, mir ist noch was aufgefallen, und zwar, es geht ja immer um die Mund-Nasen-Schutzbedeckung im Unterricht ab der 5. Klasse auch am Platz. Und da hat der Landrat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Würzburg die ganze Zeit entschieden, dass es komplett gilt, also in Würzburg Stadt und Land. Aber wenn man hier die 7-Tage-Inzidenz anschaut, das Land liegt bei 10,50, also sehr, sehr weit unter überhaupt einem angenommenen kritischen Wert. Und ich denke, hier sollte man vielleicht in Zukunft auch mal ein bisschen unterscheiden, wo welche Inzidenz dann ist, ob es in der Stadt oder im Land ist. Denn die ganze Zeit war einfach überall die Mund-Nasen-Schutzbedeckung ab der 5. Klasse, also in Würzburg-Stadt und in Würzburg-Land, obwohl die 7-Tage-Inzidenzen sehr, sehr unterschiedlich waren. So, dazu für die Zahlen. Einmal gute Nachrichten heute, Maskenpflicht ab der 5. Klasse auch am Platz weg. Und das ist doch schon mal ganz gut. Ich sage Dankeschön, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss zusammen.